Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Ewald Pipper, dem Inhaber des Hypnose-Institut Bremen, über Hypnosetherapie. Sie sind ja Mitbegründer des Hypnose-Instituts und auf Hypnosetherapie spezialisiert. Wie sind Sie zu dem ja doch recht ungewöhnlichen Beruf gekommen? Ich glaube, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich komme aus einer selbstständigen Familie und Großvater, Vater und ich auch, alle selbstständig. Und bei uns war der wichtigste Glaubenssatz eigentlich immer, vertraue niemanden. Das war natürlich nicht immer ganz einfach, auch gerade im Betrieb. Ich musste bei allen Entscheidungen, egal um was es ging, musste ich mit dabei sein. Und das ging nicht lange gut und irgendwann lag ich im Krankenhaus. Diagnose Augeninfarkt. Bei der Visite sagte der Arzt, der Pipper, Sie müssen was für sich tun. Und schlug mir mehrere Möglichkeiten vor, unter anderem auch Hypnose. Also suchte ich mir nach dem Krankenhausaufenthalt einen Hypnotiseur, um eigentlich in die Ruhe zu kommen. Ich war natürlich zuerst ein bisschen skeptisch, was macht er, wie funktioniert das, was ist da los und so weiter. Aber er schaffte es tatsächlich, mich in die Ruhe zu bringen. Er schaffte noch etliche andere Sachen, denn ich begann, mein Leben umzukrempeln. Das heißt, ich wurde innerlich ruhiger, ich wurde ausgeglichener, ich lernte zu vertrauen und das war natürlich gewaltig. Und da habe ich mir gedacht, okay, das könnte auch was für dich sein und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Und eigentlich ganz Deutschland über Kopf gekrempelt, bis ich dann einen Hypnotiseur gefunden habe, wo ich gesagt habe, der ist gut, der bildet dich jetzt aus. So bin ich eigentlich dazu gekommen. Wahnsinn, also sehr eindrucksvolle Geschichte. Sie haben jetzt eben gerade von Ihrem Augeninfarkt gesprochen, als beispielsweise Anwendungsgebiet. Ansonsten, bei welchen Problemen kann die Hypnosetherapie noch helfen? Was sind die typischen Anwendungen? Wie Sie sicherlich wissen, arbeiten Psyche und Körper zusammen. Ist die Psyche gesund, ist der Körper auch gesund. Und so kann man sagen, dass Hypnose eigentlich bei allen psychosomatischen Erkrankungen helfen kann. Natürlich auch bei Depressionen, bei Ängsten, bei Süchten, zum Beispiel Spielsucht, bei ganz, ganz vielen Dingen kann die Hypnose auch helfen oder unterstützend helfen. Das heißt, wenn Sie beim Arzt in Behandlung sind, würde ich nie sagen, hören Sie auf damit, sondern dann würde ich sagen, okay, wir können helfen, wir machen das zusammen mit dem Arzt. Und das ist natürlich gut.